Sagst du zu deinem Hund manchmal aus, wenn er bellt, wenn er nicht soll, oder pfui, wenn er irgendwas aufnehmen würde unterwegs, was er nicht darf? Dann bleib jetzt mal dran, denn ich habe was Besseres für dich. Aus, nein, pfui und alles Ähnliche sind in Wirklichkeit, wenn wir es lerntheoretisch betrachten, eine Strafe. Strafe ist jetzt etwas, was wir normalerweise ja nicht gerne verwenden in der Hundeerziehung, mit gutem Grund, weil es versaut einem nur die Beziehung zum Hund. Warum also nehmen wir aus und pfui aber trotzdem noch so häufig? Das hat zwei Gründe. Erstens, es kommt uns wirklich aus der Seele raus, geplumpst, wenn gerade eine Situation entsteht, wo der Hund was Blödes macht. Er bellt, es nervt, weil irgendjemand vorbeigeht und man sagt schneller aus, lass das jetzt, sei still, als man noch denken kann. Und der zweite Grund ist, weil es scheinbar wirkt. Denn wenn man nur laut und deutlich oder scharf das gesagt hat, ist der Hund mal kurz still oder hört der Hund gerade mal auf mit dem, was er macht, und wir denken uns, aha, das funktioniert ja, also machen wir das weiter. Und das ist ein Trugschluss. Würde es funktionieren, würde der Hund nämlich lernen, dass er beim nächsten Mal oder spätestens beim übernächsten Mal erst gar nicht mehr bellt oder erst gar nicht mehr versucht, irgendwas aufzunehmen, weil er ja schon wüsste, dass du das nicht haben möchtest. Das ist auch der große Nachteil mit Strafe. Sie hat einen vermeintlichen Effekt. Strafe ist nämlich etwas, was mit ein bisschen Druck einhergeht, manchmal auch mit mehr Druck, je nachdem mit welcher Vehemenz man dieses Aus- oder Pfui dem Hund entgegenschmettert und welche Körperhaltung dazu kommt. Und sowas Vehementes führt beim Hund zur sogenannten Verhaltensunterdrückung. Wir kennen das alles selber. Wer schon mal beim zu schnell fahren im Auto geblitzt wurde und im Radar gelandet ist, weiß das ja genau. Wenn man merkt, ui, jetzt haben sie mich gerade erwischt, jetzt wurde ich geblitzt, was macht man dann als nächstes? Man geht runter vom Gas. Man fährt mal die nächsten paar Kilometer langsamer als erlaubt ist. Das ist der Effekt der Verhaltensunterdrückung. Man hat sozusagen buchstäblich eine auf den Deckel gekriegt und sagt man jetzt, ups, dann benehme ich mich jetzt mal kurz, dann tue ich jetzt nichts. Ja, ich mache nämlich gar nichts, ich mache weniger von all dem, was ich gerade gemacht habe. Wir Autofahrer fahren langsamer, der Hund ist mal stiller oder zieht weniger oder lässt mal kurz ab von dem, was er wollte, und ist so Ja? Und dann passiert dasselbe bei uns Menschen nach ein paar Kilometern, wenn nicht weiter irgendwas passiert, steigen wir wieder aufs Gaspedal und fahren fröhlich zu schnell weiter. Den Lerneffekt war da jetzt keiner dabei. Und dem Hund geht es ganz ähnlich, der ist mal kurz so ups, unterdrückt. Dann wartet er ein paar Meter oder ein paar Minuten, es passiert nicht weiter Schlimmes, er taut wieder auf und bei der nächsten Gelegenheit macht er den gleichen Blödsinn wieder, den er vorher gemacht hatte. Das ist einer von vielen Gründen, warum Strafe nicht wirkt. Mal abgesehen davon, dass man für die Wirksamkeit von Strafe jedes Mal rechtzeitig dran sein müsste, jedes einzelne Mal erwischen muss, immer in exakter richtigen Intensität, also Bedingungen, die man im Alltag, im normalen Leben einfach nicht erfüllt und die außerdem dazu führen, dass der Hund genau weiß, wenn mein Mensch dabei ist und ich mache das, dann muss ich vorsichtig sein. Zum Beispiel, er findet irgendwas, was er fressen möchte, er weiß genau, mein Mensch sagt jetzt dann gleich Pfui. Also was macht er? Er schluckt es vorsorglich runter oder er rennt damit weg, wenn er irgendwas gelernt hat. Also, was machen wir stattdessen? Wichtig ist, dass der Hund immer weiß, was er denn richtigerweise tun sollte. Und da haben wir ja zum Glück gute Möglichkeiten, ihm einfach das Verhalten rechtzeitig in die richtige Bahn zu lenken. Nehmen wir das Beispiel Bellen. Der Hund ist unterwegs oder ihr seid im Garten, es geht draußen jemand vorbei. Der Hund merkt, hoppala, da ist jemand, hebt schon den Kopf und du weißt, jetzt wird er gleich bellen. Deine Alternative ist es, in dem Moment den Hund dafür zu belohnen, dass er still ist. Also er hat schon was mitgekriegt, aber er ist noch still und genau das kann ich super gut belohnen. Und wenn ich die Belohnung noch dazu mit dem Keksi verknüpfe und er kommt zu mir, um sich das abzuholen, kann er nicht gleichzeitig zum Zaun rennen oder dem Passanten entgegenlaufen und ihn verbellen. Das heißt, da ist es mal wichtig, rechtzeitig dran zu sein und dem Hund klarzumachen, was ich denn eigentlich von ihm haben möchte. Und schon brauche ich kein Aus mehr brüllen. Ein Aus, das beim Bellen ja noch dazu eine ganz furchtbare Nebenwirkung hat. Dieses Aus wirkt für den Hund so, als würde ich mitbellen, als würde ich mich mit aufregen. Und es ist eine Form von Bestätigung, weil es ja Aufmerksamkeit ist. Und jede Aufmerksamkeit, auch ein Aus oder ein Schimpfen, ist eine Belohnung für den Hund.
deswegen fangen ja viele Hunde an, immer mehr zu bellen, wenn sie sagen, ja, mein Mensch belohnt mich dafür ja jedes Mal. Das heißt, ihr könnt euch das alles ersparen, indem ihr das Aus schlichtweg weglasst und den Hund dafür belohnt, dass er gerade noch die Klappe hält. Wie schaut das jetzt aus, wenn er irgendwas aufnehmen würde unterwegs? Da würde ich ja, mit meinen Hunden mache ich das jedenfalls so, rechtzeitig ein Tauschen aufbauen. Tauschen heißt, ich rufe dem Hund das Signal Tauschen zu und er lässt alles sofort fallen oder nimmt es erst gar nicht, was er entdeckt hat und kommt freudig zu mir her, um sich eine Belohnung abzuholen. Ich könnte auch ihn einfach mit einem Aufmerksamkeitssignal wegholen. Wenn ich ein gut trainiertes Aufmerksamkeitssignal habe, hat das ja dieselbe Wirkung wie ein Nein oder Pfui oder so. Dass das darauf abzielt, das Verhalten von dem Hund zu unterbrechen, nennt man auch manchmal Abbrucksignal daher. Das brauche ich aber gar nicht, denn wenn ich ein Aufmerksamkeitssignal habe und der Hund macht irgendwas und schnüffelt und würde hinziehen und ich gebe mein Aufmerksamkeitssignal und er dreht sofort zu mir um und kommt her, hat er ja auch aufgehört mit dem, was er gerade tat. Und ich habe das Verhalten wirksam unterbunden und noch dazu auf eine positive Art und Weise, also mit einer freudigen Stimmung von mir, die eine freudige Stimmung beim Hund erzeugt und eher dazu führt, dass er beim nächsten Mal dann sagt, okay, kommt jetzt wieder mein Aufmerksamkeitssignal, kann ich wieder zu meinem Menschen hin und mir eine Belohnung abholen. Das heißt, überall dort, wo ihr heute ein Aus, ein Pfui, ein Nein, ein Lass das oder was immer euer Vokabel ist, verwendet, fragt euch doch mal, was sollte der Hund in dem Moment richtigerweise tun und wann kann ich ihm ein paar Sekunden vorher das richtige Verhalten noch ansagen oder mit einem Signal abfragen. Und dann habt ihr eine Möglichkeit, ein Signal, das 100-mal besser wirkt als ein Aus und Pfui, weil es nämlich im Laufe der Zeit einen Lerneffekt gibt. Denn wenn ihr das 100-mal oder 200-mal gemacht habt, dass ihr jedes Mal, wenn der Hund den Kopf hebt, weil jemand vorbeigeht, ihn schon mal lobt und belohnt, dann wird er schon nach dem 200. Mal sagen, okay, da ist jemand, wo bleibt mein Lob? Und das muss dann natürlich nicht jedes Mal mehr als Futterbelohnung kommen. Ihr habt aber einen Lerneffekt, ihr könnt den Hund bestätigen und ihr habt genau das, was ihr haben wollt, nämlich der Hund orientiert sich an euch. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn er was aufnehmen möchte, dass er irgendwas findet und sagt, jetzt wird sicher gleich wieder getauscht oder jetzt kommt ein Aufmerksamkeitssignal. Oder im schlimmsten Fall verwendet ihr das Aufmerksamkeitssignal auch einfach dann, wenn er gerade noch nicht drauf wartet und habt wieder eine Möglichkeit, die Situation ganz elegant auf positive Art und Weise zu entschärfen und dem Hund nebenbei beizubringen. Es lohnt sich immer, sich eher am Menschen zu orientieren. Überlegt euch mal, wo das bei euch im Alltag so der Fall ist. Ich verlinke euch jetzt in der Beschreibung unter dem Video noch 2-3 Blogartikel, wo ich das ausführlicher nochmal aufgearbeitet habe, damit ihr vielleicht ein paar zusätzliche Anregungen erhaltet. Und wenn euch der Tipp gefallen hat, denkt dran, klickt auf Abonnieren, Subscribe, den Kanal bestellen und mitkriegen, was denn als nächstes vielleicht noch an Tipps dazu kommt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, was denn statt Aus und Pfui für euch am besten funktioniert.